Hallöchen, ihr lieben Gamer da draußen auf YouTube. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid und Lust habt auf ein weiteres Abenteuer mit dem guten Phoenix. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir legen jetzt auch sofort los. Ich gebe euch noch ein kleines Update bezogen auf unseren Charakter. Ich habe die Tränke verbessert. Soll heißen, Schaden- und Verteidigungstrank ist verstärkt. 60% jeweils, also auf beide Werte, Verteidigung und Angriff, erhöht. Ich kann jetzt ein paar Felder mehr heilen und auch ein paar Felder Ausdauer mit einem Trank so gesehen auch mehr heilen. Den Bogen habe ich verstärkt um eine Stufe und ich habe es auch ein bisschen die Fortbewegung angenehmer gemacht. Ich kann jetzt so mit so Schwimmzügen, wo ich immer so 2-3 Meter mit einem Zug mache, schneller vorankommen halt auf Kosten der gleichen Ausdauer oder ich glaube sogar ein bisschen weniger Ausdauer stand da. Und das gleiche auch beim Klettern, auch beim Gleiten, also hier so eine Geschichte, ja, sieht man jetzt nicht so gut. Und dann so etwas, ne, so Power-Gliden kann man sagen. Ja, auf der To-Do-Liste, wir machen jetzt hier Achilleus, weil es gibt ja zwischendurch immer diese Sturm-Events, wo Typhon uns halt Geister auf den Hals setzt und wenn man halt das Original quasi besiegt, dann ist erstmal Schluss mit dem Sturm und deswegen besiegen wir jetzt Achilleus. Oder zumindest versuchen. Ich habe gedacht, eigentlich direkt ein Arena-Kampf irgendwie, gehofft. Locker flockig rein hier in den Kampf. Aber dann doch erstmal ein bisschen rätseln. Aha. Da war er. Derjenige welche. Aha. Irgendwie so ein Hindernisparcours. Cool. Aha, die hebt auch ab. Wie Komet. Und jetzt? Ach, die muss ich... Ah, ich glaube, die muss ich stoppen, ne? So abfangen. Versuchen wir es mal. Schnell, 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 schnell. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ah, doch. Hey! Überrollt mich einfach. Moment. Achso, geht direkt nahtlos weiter. Ich sehe hier auch so an und für sich keine epische Truhe. Also bis jetzt. Hui. Da geht es aber noch ganz gewaltig hoch. Und auch runter. Ah, jetzt kommt die Kugel bestimmt da raus, ne? Dann fliegt die da so rüber. Und ich muss da... Normalerweise müsste ich erstmal eine Trockenübung, sag ich mal, machen, ne? So gucken, wo ich lang muss. Aber no risk, no fun, ne? Und... Nein, ich hab den Sprung wieder verkackt, ich... Volldepp. Yeah, mach hin, ey. Nächster Versuch. Die Kugel noch unterwegs? Nein. So. Au. Da kann ich auch so rollen. So, jetzt ab die Post. Ich glaube, ich musste hier fangen, ne? Hä? Wo ist er? Land doch. So. Dankeschön. Sehr nett. Und trotzdem muss ich alles alleine machen. Aber das sieht doch gut aus jetzt.
Nein, ey. So. Ja, komm, mal schneller. Also das ist auch ein bisschen... Man kann sich ja eh nicht mehr stoppen. Also in dem Moment, wo er eigentlich fällt, kann man ja eigentlich schon sagen, so, hier, spawn. Respawn. Da brauche ich nicht nochmal 5 Sekunden Animation, wie ich da runterfall. Vor allem nicht jedes Mal. Ja. Ja, ja. Komm vor. So, jetzt ist aber Schicht im Schacht hier. Oh, ja, das sieht jetzt auch nach Bosskampf aus. In meinem Trippelschritt. Ja, das ist echt fummelig, der Typ. Viel mit Ausweichen. Komm gar nicht richtig zu meiner Combo auf. Ich glaube, ich... Ja gut. Alter Schwede, ich habe gerade mal ein Drittel. Nein. Na komm. Schwein. Ja.
Hälfte fast. Aber der sticht echt gut ein. Ach Mann, du Arschbacke. Harter Typ auf jeden Fall, also die Lebensleiste ist ja nicht mehr, ist ja jenseits von gut und böse. Ah. Jetzt aber, komm. Ach Mann. Der nervt langsam. Ja, ich würde sagen, ich bin ein bisschen zu früh bei dem, ne? Jetzt, ich meine, ich kriege ihn ja jetzt. Aber ich hätte vielleicht noch den ein oder anderen Stufenaufstieg bei den Waffen machen müssen. Ein bisschen viel als auf den rumgekloppt. Und mit einem letzten Schlag fand der verfluchte Schatten des Achilleus ein Ende. Geistloses Gebetzel. Jawohl. Trophäe. Nächste machen wir folgendes. Ich würde sagen, wir machen jetzt das nächstliegende. Ja, nehmen wir hier die epische Truhe mit und nochmal diese. Wie ist die nochmal? Herausforderung, mythische. So, meine neuen Fähigkeiten kann ich jetzt auch präsentieren. Wunderbar. Alles voll im Einsatz. Aha. Aha, aha, aha. Was haben wir denn da vorne? Ach, einfach nur Pilze, ne? Was? So, gehen wir es an. Da oben ist auch was. Ich glaube, von da oben aus, schätze ich mal, werde ich das auch machen müssen, ne? Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Hört auch nicht auf, mich hier voll zu beschießen die ganze Zeit. Hartnäckigen Kackvögel. Autsch. Jawohl, voll vorbei.
Yep. Die werde ich wohl von hier oben aktivieren müssen. Ja, ja. Oh, aber nicht so. Nicht komplett reinballern. Oh fuck. So ist besser. Nee, so ist gar nichts. Ach, guck mal. Wäre ja noch zu leicht gewesen. Die bleiben gar nicht an, da muss ich eine gewisse Reihenfolge machen. Du kannst gehen, ne? Wunderbar. Was haben wir hier Schönes drin? Brustplatte von Typhons. Oder Typhons Brust, um genauer zu sein. Bei Treffer 18%ige Wahrscheinlichkeit, dreifache Ausdauer zu erhalten. Oh. Bisschen bunt. Ja, wir nehmen die Rüstung, aber wie hatte ich denn vorher? Ich glaube die, ne, mit dem Ausdauerfeld. Nee, ich bleib doch dabei. Die gefällt mir jetzt aber wirklich nicht. Muss ich echt sagen, also die sieht wirklich nicht so geil aus. Also meinst du sie nicht so? Die Farbkombination passt nicht so dazu irgendwie, ne? Komisch. Aber nein, 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 nein. So. Naja. Es kann auch gut sein, dass die Axt dann passen. Heißt die denn auch irgendwas mit Typhon oder so? War da was? Ne, nur Orkan einfach. Orkan. So. 80 Meter weiter wartet der nächste Spaß. Da war der Zeit, ja, so eine Sprint-Herausforderung. Go! Oh, das wird knapp schon direkt zu Beginn. Los, komm, komm, lauf, 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 lauf. Haben doch keine Zeit. Ah, das ist dieses Blitzgeleiten echt praktisch. Komm. Oh, knapp. Das war knapp. Karonsmünzen heißen die. Daedalus Werkstatt, diese Re... Okay. Oh. Ich bin die ewige Wahrheit. Ich bin eure neue Welt. Ja, ja. Ist klar. Was wie dieses Sternrätsel, ne? Dieses Sternbildrätsel. Ich glaube, eins... Nee.
Keine Ahnung, was das bedeutet. Werden wir noch auf jeden Fall rausfinden, hoffe ich zumindest. Auch schon mal, ich sehe schon mal was mit Gewicht. Dann können wir eigentlich direkt schon mal nach dem Stein gucken. Oder nach so einem Klotz. Stell die nicht so an. Hat doch kaum weh getan. Ei. Ei, weilo. So. Hier geht's rein. Hier brauchen wir was Leichtes. Ah, hier ist auch eine Fackel. Kann auch gut sein, dass ich erstmal vielleicht die Fackel aktivieren muss. Dann mal so vielleicht. Ah, shit. Bisschen weiter links. Nehmen wir noch nicht. Das ist auf jeden Fall weg. Rote Tor, na. Nicht hängen bleiben. Und du? Ah. Achso, Eddie. Ja gut. Schon dran gewöhnt. Mittlerweile. Nein, nicht runterfallen. Passt. Sollte, ne? Ach so, 61 Meter noch weiter runter. Ein Schalter noch. Ah. Immer noch nicht. Ach, 4. Ah. Perfekt. Neue Optik. Umarmung des Frühlings. Lassen wir uns mal umarmen vom Frühling, wa? Umarmung der Liebe. Ich hab da oben. Liebe. Ach so, ich habe die Rüstung noch gar nicht. Ja, ist auch geil. Ne. Macht ja nichts. Ups. Aber trotzdem kann man bestimmt doch gucken, ne? Wie das Set aussieht. Ah ja, ich Idiot, ne? Ist ja klar, ist ja logisch. Da brauche ich ja kein Set für, um das Skin an mir anzugucken. Nee, aber irgendwie ist trotzdem nicht dabei. Nö, so kann man sich täuschen. Brauche ich dann wohl doch erstmal die Rüstung, bevor ich dann dieses alternative Skin freischalten kann. Na gut, dann sage ich vielmals Dankeschön fürs Zuschauen, denn der Part endet hier. Wir haben auf jeden Fall gut was mitgenommen jetzt. Heute ganz günstig die ganzen Herausforderungen und Gewölbe so in der Nähe. Und der Sturm hat sich jetzt gelegt, erstmal hier im Frühlingsgebiet. Ich hoffe zumindest. Dass sich da Typhon nicht nochmal was Neues einfallen lässt, um uns auf den Keks zu gehen. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Vorausgesetzt natürlich, der Part hat euch gefallen, weil wir gucken schon gerne einen weiteren Part, wenn er den Scheiß findet. Ist ja so. Alles klar, okay. Dann, ich wünsche euch noch zudem eine schöne Zeit und mit dem Popo kriechen endet dann dieser Part. Tschüss, bis dann.